Der Niki für den Sportler des Jahres mit Behinderung, präsentiert von Wien Today, geht an Thomas Frühwirth. Thomas Frühwirth. Handbike. Er war schon öfters nominiert. Ganz knapp wollte es bislang nicht reichen, aber jetzt gibt es diese Trophäe. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Bitte schön. Danke, danke. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Ich habe es gerade erwähnt, schon öfters ganz knapp dabei gewesen. Jetzt die Freude umso größer. Darf ich das da richten? Ja, bitte. Ja, wie siehst du, ich habe nicht damit gerechnet. Bin überrascht, dass ich mich gegen Skisport durchsetzen kann. Na, lässige Geschichte. Ich glaube, jeder, der mich wirklich kennt, weiß, dass Medaillen und Ehrungen für mich nur ein Randprodukt sind im Sport. Die gehören ganz einfach gesagt ja, dem österreichischen Bundesheer, der österreichischen Sporthilfe, der Individualförderung, dem ÖPC und meinen Sponsoren, die ermöglichen das einfach, dass ich das auf Weltklasse-Niveau machen kann. Und ja, das zählt. Ich mache es nicht, um geliebt zu werden. Ich mache es deswegen, weil ich es wirklich, wirklich liebe. Und ja, was wird der Mandalorian aus Star Wars sagen? It's the way. Ich habe auf Ihrer Homepage einen Spruch gefunden. Das Haben ist langweilig, die Herausforderung ist wichtig. Was ist die nächste Herausforderung? Ja, ist eine Phrase von Reinhard Messner, die gerade wieder in den Medien gerade aktuell. Ja, finde es ganz, die Herausforderung ist, das Leben zu leben, durchs Leben zu kommen. Es ist auch nichts, wo ich stolz bin auf mein Leben. Sport ist für mich einfach was, was mich ausdrücken kann. Stolz bin ich vielleicht auf andere Sachen, vielleicht, dass ich mich vor vielen Jahren vom Alkohol getrennt habe. Das ist etwas, auf das ich stolz bin. Es hat für mich einfach ein kleines Universum aufgemacht, sagen ein neues, wo ich mich anders ausdrücken kann. Und ja, das ist auch das, was ich jedem nahelege. Sollte mein Treiben jemand motivieren, ja, sein Ding durchzuziehen, egal was das ist, wenn es Gartenzwerg sammeln ist, dann ist das eine geile Geschichte. Und ja, ich glaube, meine Empfehlung ist nur, sie nicht hinterm Vorhang aus Alkohol, Drogen, das, was aus Handy vorliegt oder etc., sie zu verstecken, sondern einfach sein Ding zu machen. Es gibt sonst noch ein schönes Ding vielleicht, es gibt für mich, was ich sehr, sehr schön finde, und abschließend, sonst schön die ganze Zeit, es gibt ein ganz ein schönes Gedicht von einem sterbenden Charlie Chaplin mit dem Titel, berührt mich gerade, als ich begann, mich selbst zu lieben, kann ich nur jedem empfehlen und ja, das wünsche ich jedem. Thomas Frühwirth.